Ja, herzlich willkommen zu unserem 18. netzpolitischen Abend. Kurz zu mir, ich bin Alexander. Ich werde euch hier ein bisschen durch den Abend begleiten. Hier findet ihr unser Programm für heute. Bevor wir mit den ganzen Vorträgen starten, werden wir auch noch kleine aktuelle Themen besprechen. Und dann steigen wir ein mit der Vorstellung zur Mobilize-Konferenz mit Christian Römer von der Böll-Stiftung. Dann wird uns der Benjamin etwas zur EU-Datenschutzverordnung erzählen, den neuesten Stand. Und zum Schluss ein sehr spannender Vortrag über die Geheimdienstüberwachung nach PRISM. Welche Konsequenzen können wir daraus ziehen oder gibt es eine Festigung des Status quo? Wie gesagt, bevor wir jetzt einsteigen, noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache. Und zwar wird dieses tolle Buch, Überwachtes Netz, Edward Snowden und der größte Überwachungsskandal der Geschichte, in den Druck gehen und dann in 2 Wochen verfügbar sein. Das Ganze wird es für 14,90 Euro bei ePubli geben und auch als E-Book für 7,90 Euro. Wie gesagt, in etwa 2 Wochen wird das verfügbar sein. Lesen ist sehr spannend, viele interessante Beiträge dazu drin. Gut, dann werden wir jetzt noch schnell das Thema Störerhaftung ansprechen, ein ganz aktuelles Thema. Und zwar war gestern in den Koalitionsverhandlungen das Thema WLAN-Störerhaftung auf der Agenda. Und da wird uns Volker kurz ein kleines Update dazu geben, was da passiert ist und was man vielleicht beachten muss oder wo die Fallstricke liegen, genau. Ja, hallo, schönen guten Abend. Mein Name ist Volker Tripp. Ich bin bei der Digitalen Gesellschaft politischer Referent. Und in dieser Woche am Montag war es in den Koalitionsverhandlungen so, dass das Thema Abschaffung der WLAN-Störerhaftung auf dem Programm stand. Falls das nicht jedem ein Begriff sein sollte, worum es da eigentlich geht, wenn man Funknetzbetreiber ist und dieses Funknetz nicht verschlüsselt, dann haftet man seit einem Urteil des Bundesgerichtshofs für sämtliche Rechtsverletzungen, die Dritte über dieses WLAN begehen. Und wir haben schon in der vergangenen Legislaturperiode einen Vorschlag gemacht, wie man diese Problematik beseitigen könnte, nämlich konkret durch eine Änderung im Telemediengesetz. Im Telemediengesetz gibt es in Paragraphen 8 eine Haftungsprivilegierung für Zugangsprovider. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel jemand über einen DSL-Anschluss oder so, den er bei der Telekom hat, eine Urheberrechtsverletzung begeht, dann haftet die Telekom nicht dafür, sondern ist eben nach dem Telemediengesetz von der Haftung für solche Rechtsverletzungen freigestellt. Für WLAN-Funknetzbetreiber galt es bisher so nicht. Und unser Vorschlag ist eben, dieses Haftungsprivileg auszuweiten auf Funknetzbetreiber. Auf diese Art und Weise könnten die dann ebenfalls von der Haftungsfreistellung profitieren. Bisher sah es nicht danach aus, als ob der politische Wille dafür da ist. Nun kündigt man also groß an, dass es zu einer Abschaffung der WLAN-Störerhaftung kommen sollte, was erstmal natürlich grundsätzlich sehr zu begrüßen ist. Der Teufel könnte allerdings im Detail stecken, denn es gab zwischenzeitlich auch schon mal eine Diskussion über die Frage, kann man die WLAN-Störerhaftung abschaffen und wenn ja, wie? Und der Bundesrat hat damals vorgeschlagen, dass man das durchaus machen könnte, allerdings nur, wenn man dann gleichzeitig Identifikations- und Dokumentationspflichten einführt für die WLAN-Betreiber. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Weise festhalten, wer benutzt genau meinen WLAN, was machen die da und so, dass es im Nachhinein halt nachprüfbar ist. Das Problem an der Störerhaftung ist eben, dass es keine flächendeckenden, unverschlüsselten WLAN-Zugänge mehr gibt, weil die Leute natürlich versuchen, dieser Haftung zu entgehen. Wäre das jetzt so, dass man zwar auf der einen Seite dieses Provider-Privileg ausweitet, auf der anderen Seite aber gleichzeitig diese Identifikationspflichten schafft, dann wäre nicht allzu viel gewonnen, denn was wäre das Ergebnis? Die Leute würden versuchen, diesen Pflichten vermutlich aus dem Weg zu gehen, ihr WLAN weiter verschlüsseln und man hätte immer noch keinen offenen, flächendeckenden Internetzugang. Das gilt halt jetzt weiter zu pushen und diesen Spin dann drauf zu kriegen, jetzt während der Koalitionsverhandlungen und dafür einzutreten, dass nach Möglichkeit die Störerhaftung konsequent abgeschafft wird. Das heißt also tatsächlich Ausweitung des Provider-Privilegs ohne gleichzeitige Einführung von solchen Identifikations- und Dokumentationspflichten. Wir haben dazu eine Pressemitteilung verfasst und setzen uns jetzt auch weiter während der Koalitionsverhandlungen dafür ein, dass diese Sichtweise auf die Abschaffung der Störerhaftung hoffentlich Gehör findet. Mehr kann man leider im Moment nicht machen, aber wie gesagt, die Zeichen, finde ich, stehen momentan eigentlich ganz gut. Das eigentlich nur als kurzes Update dazu. Danke. Ja, vielen Dank.
Jetzt müssten wir umstellen. Und zwar jetzt kommt der Christian Römer, der uns ein kleines Video zeigt.